ein schönes Beispiel hier auch, dass eine Taraske eben keine Fantasie repräsentiert wie die Figur auf dem Fisch, sondern dass es hier um eine ganz konkrete materielle Kraft, Finanzkraft hier auch geht bei den Tarasken. Und die Darstellung zeigt ja gleichzeitig auch, dass diese Kraft nicht unbedingt nur friedlich zu sein braucht. Und es muss nicht mal böse gemeint sein. Jemand meint vielleicht einfach, sich in einer bestimmten Frage durchsetzen zu müssen, weil er oder sie der Chef ist und sonst Autoritätsverlust befürchtet. Vieles läuft disharmonisch, bringt uns aus dem Gleichgewicht, macht nervös, überfordert, macht niedergeschlagen. Es kann bei Naturliebhabern nur schon eine neue Hiobsbotschaft aus der Zerstörung der Umwelt sein, ausgestorbene Tierarten, bei der SP und Gewerkschaften neuer Missbrauch von Managern, zum Beispiel durch Abgasmanipulationen bei den Autos. Das Wochenende kann noch weit sein und so hat man so seine Mittelchen, um sich zu regulieren. Da gibt es die Schokolade, da kann man auch selber mal unfreundlich sein oder jemandem auch richtig eins auswischen, seinem Mann im Bett Nein sagen. So zieht man sich hinunter. Beziehungen gehen auseinander, Familien werden zerstört. Dabei wäre es ja so einfach, sich in der Sexualität zu zentrieren. Bei dem ganzen Ärger, den wir immer wieder auch ertragen, den Kämpfen, der Aussicht auf den Tod, lohnt es sich auch etwas eingehender zu untersuchen, wofür man das Ganze eigentlich auf sich nimmt und nicht einfach das Swimmingpool-Leben genießt. Was sollen die Verbote? Weshalb lässt man sich nicht ruhen? Hat der dann keinen Respekt vor uns? Und es ist gut, dass man so etwas wie eine Privatsphäre hat, einen geschützten Raum, wo unsere Gedanken nicht nach außen dringen, wir ihnen auch mal einfach freien Lauf lassen können und nicht immer alles zuerst auf die Goldwaage legen müssen. Die Gedanken streifen herum zu jenen, die uns unterstützt haben. Das ist hier im Zentrum, das ringt. Aber es ist klar, dass noch viele Tage folgen und es schon bald wieder weitergeht. Der Hund links oben springt bereits wieder weiter.